Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf der Black River Map und Johnny ist hier fertig. So. Und jetzt wirst du genau dasselbe nochmal machen. Diesmal aber mit dem Ladewagen. So. Den hier fährst du mal bitte da rein. Na klar, klappt das nicht. Nicht so ungeduldig sein. So, jetzt. Hä? Das Ding haben wir doch hier rausgezogen. Willst du mich veräppeln? Den haben wir doch in der letzten Folge hier rausgezogen. Okay. Passt. So. So, du wirst von Feld A zum Hauptsilo Gras machen. Let's go. Achso, warte mal. Du musst ja noch. So. Jetzt let's go. Okay. Thema erledigt. Dann werden wir warten, bis er fertig ist. Werden das Ding unterpflügen. Weil ich kenne mich. Und dann. So. Tschüss. Jetzt werde ich erstmal hier aufräumen. Wobei, die kann ich eigentlich alle stehen lassen. Die kriegen ja hier ihren Parkplatz. Aber vermutlich erst nächste Folge, weil ich noch pflügen möchte. Was machst du jetzt? Schleift auf dem Boden. Oh, Tatsache. Warte. Den können wir abhelfen. So. Aber letzte Folge ist auch richtig gut bis hierher gekommen. Halt, nicht wegschieben. So, gut. Wer wollte die jetzt haben? Ich glaube, die Karton. Du kriegst Bretter. Du hast Holz, du hast Holz. Die langen Bretter kann ich verkaufen. Du hast Holz. Dann sollten wir das aufteilen. Ja. Dann sollten wir das aufteilen. Das machen wir.
Das mache ich hier. Hier ist Platz. Also, abladen war Y. Naja, ein bisschen. Zwei kann er noch. So. Gut. Die gehen hier rein. Und dann ins zweite Sägewerk der Rest. Okay. Hör auf, so rumzuschlackern. Dafür habe ich dich mit Spanngurten festgespannt. Brauchst du mir nicht erzählen, dass der Ladewagen voll ist? Das ist dein Job. So, hier. Danke. Wie viel hat das jetzt gebracht? Perfekt. Gut. Hat mir die Kartonrollen verkauft? Nein! Da müssen wir noch einen hinschicken. Das mache ich jetzt gleich. So. Die hier gehen ins zweite Sägewerk. Alle weg. Das heißt für uns, ja, reicht eigentlich. Ja. Dann bringen wir jetzt noch die Kartonrollen weg und du begibst dich mal bitte wieder zum Wald. Und bitte bald. Danke. Dich brauchen wir nicht. Dich können wir nachher noch gebrauchen. Du bist dran. Und die gehen jetzt Kartonrollen. Papier? Da. Kartonrollen. Silver Run Market. Alles klar. Einmal Silver Run Market, bitte.
Silveron Market Paletten und tschüss. Du bist angekommen bei Wald. Genau, haben wir da hinten noch Bäume liegen? Nein. So, ihr habt in den Kommentaren einige Vorschläge gemacht zum Thema, wie ich das vereinfachen könnte. Unter anderem, dass ich ja die Bäume ungekürzt mit dem runterfahren könnte. Aber genau das ist ja der Punkt, den ich vermeiden wollte. Nämlich, dass ich immer hier bergauf und runter fahre. Hier geht's noch. Hier sind nur die Gleise das Problem. Da kann ich ja jederzeit gucken. Aber wenn ich doch mal an einem größeren Berg, wahrscheinlich auf einer anderen Map arbeite, weil die Berge sind alle Deko, wa? Auf die Berge komme ich nicht drauf. Dann würde das heißen, ja, da geht's nicht. Dann kriege ich vielleicht einen Trecker hoch mit der Winde, aber der muss dann außen vor bleiben. So. Wobei ich aber überlegt habe, ob ich die Stämme gleich hier zerlege. So. Machen wir erstmal hier drüben zu Ende. Das ist ein kleiner. So. Den kann ich ja problemlos selber tragen. Da kommt er schon. Fall um. So. Klein, klein. Ja, machen wir so die kleinen fertig. Hä? So. Vorsicht, Freundchen. Und da kommt's Geld rein. 270.000. Das heißt, unsere nächste Grasfläche ist damit finanziert. Ich muss gerade an den Film Phantomkommando denken, wo Schwarzenegger da durch den Wald läuft, in einer Hand die Kettensäge, in der anderen Hand so 4-5 Meter Baumstamm. So. Und den dritten noch. Und da hinten ist noch ein vierter. Schmeißen und zerast. Ja, genau, dreh dich wie so Grillhähnchen. Das macht es mir einfacher. So. So. Uhrzeit? 13. Okay. Wo ist der Baumstamm? Hä? Hier. So. Einmal rausziehen. Ach, falsche Richtung. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Wo bin ich denn hier? Hilfe! Hier ist wieder Ende. Hä? Jetzt laufe ich in die ganz falsche Richtung. Ja, genau. Ich sollte mal auf die Karte da unten gucken. So, wo ist jetzt der Baum? Wo ist denn jetzt der Baum, den ich zerlegt habe? Also den ich gefällt habe.
Hier ist er. Nee, das Gebüsch. Das ist auch nicht. Der ist weg. Na gut. Den finde ich wieder. Ja, der ist ja schon fast unten. Den kann ich schnell runterbringen. Dann sehe ich auch was. So. Die anderen werden auch hier landen. Ja, passt. Wie war das? Ohr an die Gleise legen, dass man hören kann, ob ein Zug kommt. So. Oh. Hä? Ach, der ist zu weit weg. Warte. So. So. Na, Moment. Moment, jetzt stimmt hier was nicht. Der muss noch. Ich hab dich doch abgeschaltet. Seile lösen war Shift B. So. Baum an Seil befestigen B. Mein Gott, ey. Ey. Ede. So. Fragen? Willst du mich verarschen? Junge, Junge. So, du wirst die nächsten Bäume eh von hier holen. Das heißt, ich kann dich hier hinten ins Gebüsch werfen. So. Nächster Versuch. Weit genug weg? Ja! Haha! So, okay. Kommt da was? Nein. So.
Okay. Klack, 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 klack. Okay. Noch kein Zug da. Wie lange fährt ihr denn? Na, das will ich sehen. Dass du das Ding hier rausziehst. Da kommt er. Jetzt ist 20. Was hat ich vorhin gesagt? 13, war? Also alle 7 Minuten. Okay. Ich kenne jemanden, der steht schon wieder im Weg. Wo ist mein Arbeitsschutz? Der ist gut gefallen. So. Gut. So. Nee, warte. So. Und so sieht's gut aus. Okay. Und jetzt rüber. Zur Seilbahn. Da muss aber ziehen. Oh, warte mal. Ist das Ding unten? Nee. War schon richtig. So. Jetzt muss ich mal was probieren. Wenn die eh schon dran befestigt sind. Habe ich die dann zusätzlich? Ja. Drei Tonnen? Bist du doof? Warte mal, abschalten, Seile lösen, Steuerung X. So. Hä? Steuerung X. F1. Shift B, alles lösen. So. Und weg mit dir. Warum meldet sich mein Ladewagen nicht, dass er fertig ist?
Ja, der meldet sich nicht, weil er nicht nur nicht fertig ist, sondern sich auch verfahren hat. Was machst du denn hier Schönes? Warum? Oh. Oh. Ich verstehe, was du meinst. So, und. Alles klar? Du hättest schon längst fertig sein sollen, mein Freund. Ich bin eigentlich doof. Wenn ich schon mal manuell ablade, dann hätte ich auch da drüben abladen können. Du sollst es doch nur hier einlagern, weil ich da drüben noch nicht verkabelt habe. Aber ich bin noch schlauer als du, John. Aber nicht schlau genug, um die richtige Seite zu finden. So. Wo hattest du jetzt aufgehört gehabt? Hier. Okay. Dann wirst du auch genau hier weitermachen. Natürlich klar. So. Sind wir uns einig? Gut. So. Du kommst bitte nach Hause. Du bleibst hier stehen. Und du. Warum kann er nicht nur 3 Tonnen? Ich hatte doch extra. Wo war denn das Ding? Den hier geholt. Oh. 9 Tonnen wiegt der, 3 Tonnen kann er. Okay. Ja, dann ist das hier aber doof. Dann nimm bitte den zuerst und fahr den mal rüber. Was haben wir jetzt gesagt? Bei 27 kommt der nächste Zug. Jetzt ist es 28. Das heißt, du kannst ganz bequem rüberfahren und das Ding. So. Hat er sich abgeschaltet? Ja. Heißt, jetzt kommst du wieder hoch.
und holst dir einen anderen Baum. Sehr gut. So. Jetzt hat da oben jemand seine Arbeit beendet. Genau. Schicken wir hier den Flug drauf. Das werde ich wieder offscreen machen lassen. Guck mal, der Schwarze da. Der ist böse. Hä? Das ist doch gar kein Pfeiler. Na gut, dann wird er beim Speichern weggehen. So. Ja, dann werden wir den jetzt pflügen, dass er einmal gegrubbert ist, vielleicht sogar walzen, damit wir eine ebene Fläche haben. Und dann können wir in der nächsten Folge dort einen Parkplatz verkabeln. Dann kriegt jeder Trecker, jeder LKW seinen Parkplatz. Und dann kaufe ich die anderen Flächen drüben. Und mache da meinen Rasen. Ja, klingt gut. Warte mal. Wenn ich mit einer normalen Walze über Gras rübergehe, mache ich den Rasen dann platt? Oder muss ich da wirklich tief lockern? Ich mache jetzt natürlich wieder Experimente. Aber warum auch nicht? So. Wir hatten mal eine normale Walze gehabt. Die hat alles kaputt gemacht. Aber die hatte so einen speziellen Rubberdinger dran. Hier dürft ihr gar nichts passen. Doch. Was machst denn du? Geerntet. Das ist meine Graswalze. Dann fehlt mir aber noch, wo ist die andere Walze hin? Ah, nee, das ist die Graswalze. Die macht auch Gras? Okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das sind verschiedene Walzen. Na gut, dann werde ich da jetzt einfach mal tief lockern. Und dann hat sich der Zirkus. Er wird drüber gewalzt. So, damit die schön da drüber fahren können. Ja. Genau, jetzt ist hier nämlich halb erntereif, halb. Ansonsten leuchtet mir das ganze Feld jedes Mal immer erntereif. Und ich Blödbirne sehe dann beim Gucken, oh toll, erntereif, so wie hier. Juhu, ich kann ernten. Nein, kann ich nicht. Haben wir schon was? Mähen Schwader.
Dann erstell mal bitte einen Job. So. So. Kursgenerator, Kurs generieren. Soll mir recht sein. Wo startest du? Da hinten. Ja, von mir aus. Er hat ja Zeit. So. Viel Spaß. 17 Minuten. Ja, wunderbar. Danach haben wir eine schöne Fläche. Mit Saat. Ja, da walze ich einmal drüber oder sonst was. Mal gucken, dass das halbwegs brauchbar aussieht. So. Das hier benötigt Kalk. Was hat denn der da drauf gesät? Mais. Und sind das Kartoffeln? Nein. Hafer? Ja, Hafer. Ja, kann ich sowieso nicht gebrauchen. Mais und Hafer. Und der Hafer ist erntereif. Kann ich aus dem Hafer Mehl machen? Nein. Doch, Hafermehl. Und du bist voll. Wir werden in der nächsten Folge das Mehl abholen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.